am Sieb, gesmokt wird nie. Ohne mein Team, ohne mein Team, ohne mein Team, Hamburg, Berlin, Berlin. Ohne mein Team, ohne mein Team, ohne mein Team, Hamburg, Berlin, Berlin. Hallo Leute, hier ist wieder Bugsy Malone mit einem neuen Video für euch. Heute zeige ich euch einen Money Glitch der etwas anderen Art. Mit diesem Money Glitch könnt ihr kein Geld hinzubekommen. Mit diesem Money Glitch verliert ihr kein Geld. Das ist, wie gesagt, jetzt eine schöne Methode, um euer CEO-Büro zu renovieren. Ihr verliert dabei kein Geld, ihr könnt die Ausstattung ändern, ihr könnt die Farben ändern und ihr verliert einfach keine Kohle. Und wie gesagt, jetzt ist Frühling, Frühjahrsputz steht an und dann sollte man diesen Glitch auf jeden Fall ausnutzen, um ein bisschen seine Kohle zusammenzuhalten. Und wir schauen uns jetzt hier einfach mal um. Das ist jetzt meine ursprüngliche Ausstattung, wie ich sie gehabt habe. Und die gehen wir jetzt verändern. Und wie gesagt, ihr braucht dafür nur eine Aktivität, geht hier online starten, sonst braucht ihr für diesen Glitch gar nichts. Wir renovieren gleich die Büroausstattung. Ihr seht ja schon gleich, was es alles kostet. 350.000, 760.000. Also ist alles sehr, sehr teuer, was Rockstar von uns haben will an Kohle, wenn wir es bezahlen würden. Und wie gesagt, wir wählen gleich eins davon aus, drücken dann X, um das zu bestätigen. Wenn wir das gemacht haben, Doppelklick auf die PlayStation-Taste. Aktivität geht hier online starten, lehnen wir ab, sind dann wieder zurück und ihr seht, werdet dann sehen, dass sich das CEO-Büro verändert hat und dass wir kein Geld verloren haben. Wir gucken, Kontostand 978.993.730 GTA-Dollar. So, jetzt machen wir das auf. Büroausstattung, wählen hier irgendwas aus. Was weiß ich, nehmen wir mal traditionell. Jetzt drücke ich X, Doppelklick PlayStation-Taste, Aktivität geht hier online starten und wir lehnen diese ab. Zack. Und die Büroausstattung hat sich geändert. Das sieht aber hässlich aus, das macht hier Augenkrebs hier, das Ding hier. Aber wir gucken auf den Kontostand. Zeigt er uns oben nicht an. Doch da. 978.993.730 uns wurde kein Geld abgezogen. Aber na gut, diese Büroausstattung ist eher ätzend. Das machen wir gleich nochmal. Gut, zum Parker wird es passen, aber das ist auch schon alles. Wir wählen uns jetzt was anderes aus. Was nehmen wir denn mal? Warm. 950.000 ist, glaube ich, das teuerste. Wir drücken wieder X, Doppelklick PlayStation-Taste, Aktivität geht hier online starten, lehnen wir ab und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht. Zack. Naja, auch nicht wirklich viel besser, wie das hier aussieht. Aber naja gut, wenn es nichts kostet, kann man ja mal ein bisschen rumspielen. Wir können mal gucken, Kontostand 978.993.730. Es wurde uns kein Geld abgezogen. Ihr könnt ausprobieren, wie ihr wollt. Komm, einmal machen wir es noch. Was nehmen wir denn mal hier? Reich, eine Reich ist so billig. Wenn wir schon nichts bezahlen, dann nehmen wir auch mal das hier unten. 910.000 Dollar. Wir drücken wieder X, Doppelklick PlayStation-Taste. Aktivität geht hier online starten und lehnen es wieder ab. Zack. Und das sieht natürlich schon gleich wieder besser aus. Und wieder 978.993.730. Ist das nicht geil? Wir können machen, was wir wollen, wir können es austesten, was wir wollen und es kostet uns keinen müden GTA-Dollar. Also wenn dieser Glitch hier nicht hier ein Däumchen nach oben wert ist, dann weiß ich es nicht, Leute. Seid ihr noch nicht Abonnent meines Kanals, dann lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr von GTA Online. Und teilt das Video mit euren Freunden, damit die auch Nutzen von diesem Glitch haben. Und wie gesagt, ich stehe kurz vor den 200 Abonnenten. Und wäre schön, wenn wir
ich diese in Kürze mit eurer Hilfe knacken würde. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr das Video teilen würdet und mich weiterempfehlen würdet. Und ja, für den Moment bin ich raus, Leute. Ciao, haut rein, euer Baxi.